Ja, hier haben wir mal wieder einen von der Bockbierbude. Vogt, Bockbierbuden Racing mit dem LSD-Auto. Ah, ich lade mal bei mir den Stream neu. Bei mir ist das so eine krasse Verzögerung, also. Das ist normal bei Twitch. Da hast du so circa 25 Sekunden. Ja, wenn man kurz auch nochmal da Internetprobleme hat. Ich meine, ich habe eine ziemlich langsame Internetleitung. Mittlerweile kann man ja leider Gottes nicht mehr die Qualität einstellen. Wenn es dann nochmal puffert oder puffert, was weiß ich, wie man das ausspricht. Dann verschiebt sich das Ganze ja noch mehr nach hinten. Und ja, so geht das dann halt. Aber bisher habe ich auch noch keinen mitbekommen, bei dem es irgendwie Probleme mit dem Überrunden gab, dass sich da welche stur gestellt haben oder so, auch da nochmal, ein Dank an die Fahrer, im Namen aller Fahrer, dass sich da jetzt keiner stur stellt oder sowas. Wenn da jemand hinter einem ist, der deutlich schneller ist, merkt man das ja, und das haben bisher alle, jeder jeden durchgelassen. Da gab es bisher, glaube ich, noch keine Probleme. Nee, das geht ja eigentlich soweit ganz gesittet zu. Oh, 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 oh! Ja, das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Da gab es den Lackaustausch. Hier hat es den Thorsten auch ein bisschen nach hinten gekegelt. Ne, stimmt gar nicht. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ne, ja, hier, was war das? Nilo, guck mal. Alle drei quasi hintereinander. 23, 24, 25. Und die Tamek Sharks. Powered by Actoracer aus dem Hause STL sind auf der 24 momentan mit 3 Runden Rückstand auf die Spitze. Aber das hat nichts zu sagen, da kann alles noch gehen, da ist alles noch offen. Ah, will keiner in den Warteraum, so langsam. Jetzt zäh! Ach! Hör mal, ich kann mich daran erinnern, heute Mittag irgendwie so, da waren so ein paar Sprüche in der Chatbox, so vom wegen hier, ne, und so. Und jetzt hier drin bist du so still, wie kommt's? Ja. Ah. Ja, das mit dem Justin Hoop auch nochmal, das sollte jetzt nicht irgendwie angreifend oder so rüberkommen. Nur, ich hatte das halt noch nie gehört, dass man mit Schuhen fährt. Deswegen war ich etwas irritiert.
So, was macht denn unsere Spitze? Hä? Wer ist still? So, gehen wir mal nach vorne. Ja, ich glaube, beim Carsten gibt's heute zeitig Abendbrot. Sehe ich das richtig? Piranha Freaky Fast auf der 2? Ja, das stimmt. Ja. Aber momentan zeigt mir der Live-Viewer auch, da ist das 12 Seconds Old an, also. Ja, doch. Ja, hat der Gunnar doch richtig gut vorgelegt. Ja, damit wächst natürlich jetzt der Druck immens auf Luca Borngesser, der momentan im Auto ist. Da gehen wir jetzt auch mal drauf. Ja. Werden wir den Luca Borngesser mal etwas genauer beobachten hier, ob der da die Position auch halten kann. Die Piranhas übrigens hier am meisten vertreten, 14 beziehungsweise 13 Fahrer hier heute am Start, verteilt auf 4 Autos. Der 14. kann ja leider nicht, da er momentan Probleme mit dem Internet hat. Aber das kennt man ja auch von Piranhas, die schwimmen halt immer nur im Rudel. Ja, hier im Chat ist mal eine ganz interessante Frage. Und zwar wird da gefragt, wie denn hier so die einzelnen Leute zum Simracing gekommen sind. Ob das über irgendeinen YouTube-Kanal erfahren wurde, der jetzt zu ist. Also da kann ich schon mal direkt sagen, nö. Nee, bei mir auch nicht. Also, jetzt nicht der YouTube-Kanal. Aber ich guck grundsätzlich keine fremden YouTube-Kanäle. Ja, bei mir ist das immer so ein bisschen ins Laufen gekommen. Ich hatte R-Faktor ursprünglich mal auf der Platte, schon seit 2011 oder so. Und ich habe aber erst im März wieder richtig angefangen mit R-Faktor. Ich hatte zwar R-Faktor auf der Platte, war dann aber nicht so begeistert von der Grafik, weil ich früher noch so ein Grafiknarre war. Dann hatte ich den Channel vom Stefan Ebert, Stippo LP, hieß der damals noch, abonniert. Und der hat dann den Link zum 24-Stunden-Spar-Event geschickt. Und da habe ich, glaube ich, 16 Stunden mitgeguckt. Und da hat es mich dann erst richtig in den R-Faktor-Bann gezogen. Und seitdem, ja, bin ich bei mehreren R-Faktor-Events immer dabei. In Daytona wäre ich eigentlich auch mitgefahren. Lars Kober ist jetzt auch mal endlich am Fahren hier. Er hat sich ja den ganzen Tag darum gedrückt. Wollen wir mal dem ein bisschen auf die Finger gucken. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Ah, ich weiß jetzt sogar nicht mehr, was ich sagen wollte. Na, dann war es auch nicht so wichtig. Ach so, doch. Ja, Daytona wäre auch eigentlich mein erstes R-Faktor-Event überhaupt gewesen. Ein 24-Stunden-Rennen direkt. War ich erst auch nicht so ganz von überzeugt, aber davor waren ja auch noch 3-Stunden-Rennen und so. Da bin ich dann auch mitgefahren und da hat sich dann erst abgezeichnet, dass ich doch schon länger R-Faktor fahren werden möchte. Und R-Faktor war halt ein ganz gutes Einstiegsspiel für mich, weil war halt nicht so ganz schwer zu fahren am Anfang, aber ist halt realistisch und ja,
so bin ich halt dazu gekommen zum Simracing. Inicious, wie bist du denn dazu gekommen? Ich? Simracing. Inicious. Ach, der Vince. Ja, so oder so. Ja, also bei mir fing es glaube ich so an, ich habe mir zuerst, wie heißt sie noch schnell? Race 07? Heißt das so? Ich weiß nicht mehr genau. Doch, heißt Race 07. Race 07 und GTA Evo und da habe ich mal irgendwann mal das ganze Pack da gekauft, was noch alles da, was da noch gab. Und dann bin ich halt die ersten Ligarennen mitgefahren, so aus Spaß mal online. Und dann habe ich mal irgendwann eine Liga gefunden, wo ich auch eigentlich ziemlich erfolgreich war. Das war jetzt vor 3 Jahren. Dann haben wir gedacht, steigen wir mal auf R-Faktor so langsam um. Und dann sind wir auch mal schon mal zum Beispiel bei SRC 24 Stunden Rennen mitgefahren. Und haben wir gedacht, jo, bei R-Faktor bleiben wir jetzt mal. Und ich muss auch sagen, ich bin auch relativ zufrieden damit. Also macht noch richtig Bock. So, ich habe uns auch mal den Didi Draxler hier mit reingezogen. Hallo Didi. Servus, grüß euch, guten Abend. 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 Wie man schwer erkennen kann, ein Österreicher ist im Chat. Im Channel, so machen wir so. Hör mal, damit kannst du mich nicht schocken. Wir haben auch Österreicher bei uns in der Community. Von daher, ich bin schon alles gewohnt. Egal ob Österreicher oder Schweizer. Der letzte gerade da war vor ein paar Minuten, der Max, der hat verzweifelt versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Den muss ich ihm sagen, es ist ihm fast nicht gelungen. da muss man als Österreicher ein bisschen ehrlich sein. Das ist einmal so. Aber wie gesagt, tolles Event bis jetzt. Wir haben leider Piranha Jaffs eher wenig Glück gehabt. Wir sind dreimal durch beim Fahrerwechsel irgendwie am Server geflogen und unser Setup ist von vornherein schon nicht Fisch, nicht Fleisch. Das ist ein bisschen so wie ja, Rollercoaster fahren. Und wie gesagt, momentan mühen wir uns schwer mit der Konzentration, wie man so schön sagt, aber wir hoffen mal, also wir hoffen natürlich nicht, dass möglichst viele von uns ausfallen, das wäre unfair. Wir hoffen natürlich schon, dass es uns nach vorne spült, das ist ganz klar. Da muss man ehrlich sein. Ja, also ich muss sagen, hin und wieder gehe ich ja auch immer wieder mal eine Meldung rein, dass bei Fahrern doch es Probleme gab mit Disconnects und also so Probleme wie hier und heute hatten wir bisher echt noch nie gehabt. Man muss schon sagen, also das Problem, was wir gehabt haben, ist, dass uns der Fahrer angezeigt wurde, dass er im Cockpit sitzt, der Beifahrer, der Sozius. Und plötzlich hat man dann gesagt, also unser Kompagnon, der Dirk Hatzfeld, er steht irgendwo, ja, mehr oder weniger bei der Busstation, ja, und wartet. Und als er dann der Wechsel vollzogen wurde mit dieser Downgrowing-Zeit, dann war plötzlich die Verbindung weg und er war mehr oder weniger aus dem Spiel geworfen. Jetzt herzugehen in unserem Fall und zu sagen, das ist Schuld daran, dass wir da jetzt nicht weiter vorn sind, das wäre ein bisschen vermessen. Also wir sind auch noch für sich ein gemütlicher Männertruppe, bis auf den Justus, der ein wenig jünger ist. Und auch noch für sich, wir können es einfach nicht schneller, da muss man mal ehrlich sein. Nordschleife ist also ein bisschen also Hassliebe. An und für sich, wenn es läuft und man in diesen Rhythmus kommt, unheimlich geil zu fahren. Aber wenn man halt ein bisschen kennt mit der Strecke, dann kann das ganz schnell ein Schuss ins Ofenrohr sein. Und bei uns ist momentan eher das Ofenrohr wie der Rhythmus. Ja, auf der Nordschleife ist auch der Rhythmus ein Thema. Wenn man einmal in seinem Flow ist und seine Zeiten gehen kann, dann kann man schon, ich will jetzt nicht sagen von Glück sprechen, aber dann hat man schon mal, da ist dann schon mal die halbe Miete, wenn man wenigstens seine Zeiten gehen kann und dann sein Flow hat. Man hat dann ziemlich freie Fahrt und dann kann im Prinzip, wenn man kein Pech hat, nichts mehr schief gehen. Aber da erstmal reinzukommen beim Restart, war das mal bei mir auch ziemlich schwer. Ich war immer 3-4 Sekunden unter meiner Norm bei den Zeiten, die ich jetzt hier gehen können. Wenn du dann auch noch siehst, der vor dir, du bist eigentlich gleich schnell, aber der fährt dir weg.
dann wirst du auch noch nervös und zitterig und das ist dann halt suboptimal. Bei uns ist eher so ein bisschen die, wie soll man sagen, wir sind ein weiteres Fahrzeug an Stelle 28, glaube ich, in unserer Runde, der ist aber fast eine halbe Runde vorn. Hinter uns ist genau niemand. Ja. Jetzt ist das Problem, dass man im Prinzip ist eigentlich für uns momentan eine Zeitfahrt und kein Rennen. Und wenn man dann wirklich immer nur, jetzt wird es langsam dunkel, ein bisschen müde werden wir auch, ja, dann ist es unheimlich schwer, die Konzentration sehr hoch zu halten. Ich meine, ich fahre jetzt seit dem Jahr 2000 glaube ich, Online-Rennen, so ungefähr, das sind doch schon 14 Jahre. Der Vorteil mittlerweile ist, dass es diese Rejoin-Tools gibt. Früher hat es das nicht gegeben, das war schlecht. Problem natürlich jetzt ist, wenn du hinten bist, vor dir, hinter dir kein Auto, mit dem du jetzt mal ein bisschen kämpfen kannst. Und dann wird, dann gibt es einen Restart, dann hat man so ein bisschen, wie soll man sagen, so, ja, dann ist man nicht wirklich unter Spannung, weil man einfach doch ein bisschen kämpfen möchte, ein bisschen sich herantasten möchte, um auch die Konzentration hochzuhalten. Und das fehlt bei uns momentan halt ziemlich. Jetzt, ich will jetzt nicht hoffen, dass wir bald wenn zum Kämpfen haben, aber ich will mal hoffen, dass vielleicht ein bisschen mehr los ist rundherum, um einfach auch sag jetzt mal, mental ein bisschen mehr bei der Sache zu bleiben. Ja, ich glaube, da habt ihr mir jetzt ein Stichwort gegeben. Jungs, ich lasse euch mal eine Minute alleine. Papa braucht einen Kaffee. Ja, aber das ist aber auch ein großes Thema, wenn man halt seine Pace fährt und dann sieht, der auf Platz, bei uns ist es jetzt ungefähr, wir sind ein bisschen schneller als Piranha Bytes. Wir könnten eigentlich locker deren Pace gehen, die sind momentan auf Platz 16, wir sind auf Platz 27. Bei uns läuft momentan gar nichts zusammen. Bei allen aber auch, da hat jeder schon mal das Auto in die Wand geschmissen. Also ist momentan ziemlich eine Frustphase bei uns. Wir hoffen natürlich, dass wir unser Ziel Top 20 noch erreichen. Aber so langsam geht's den Bach runter. Unser Ziel war im Prinzip die Idee kreiert, keine Fehler zu machen. Ja? Natürlich, dass man diese Restart, mit dem muss man leben, das ist einfach Pech. Das Problem, was du einfach dann hast, wenn du eben versuchst, fehlerfrei zu fahren, ist, irgendwann einmal siehst du einfach vor dir doch ein Auto, mit dem, an dem du dich messen kannst, wo du näher kommst. Und man muss da wirklich sehr an sich halten, um eben wirklich beinhart sein Tempo zu fahren. Und wir haben eher also keinen Streckenflow gehabt bis jetzt, sondern mehr so einen Bandenflow. Weil immer dann, wenn man gemerkt hat, jetzt fängt es an zu laufen, die Geschichte, jetzt wird es langsam, jetzt kommt Fluss rein, war wieder irgendein blöder Fehler. Und vor allem meistens an Stellen, wo man normal keine Fehler macht, ja, weil man halt dann noch mehr Gas geben will. Und da hat man einfach dann auch, das bricht das Ganze wieder dann, das bricht einfach den Rhythmus. Und da wird es dann unheimlich deh, wenn man einfach hergeht und sagt, wir müssen, meine, es sind jetzt nur 16 Stunden zu fahren, das ist im Prinzip eigentlich fast das ganze Rennen. Natürlich, wenn man merkt, dass man immer mehr Boden verliert, dann kann man das schon ganz leicht auf die Nerven gehen. Bei uns ist momentan, sage ich jetzt einmal, die Stimmung zwar gut, ja, aber das Rennen, ja, da scheiden sich die Geister. Ja, unsere Devise war am Anfang auch eher Safety First, aber dann hast du halt einen vor dir gehabt und dann hast du ihn halt ein bisschen gepusht. Und ja, so schnell kann es dann passieren, es muss nur eine blöde Sache passieren und dann geht alles den Bach runter. So, ich bin wieder da. Beim Restart hatten wir auch zweimal Pech, habe ich aber auch schon erwähnt. Ja, steckst du nicht drin in der Technik, also hat die Orga bestimmt nicht mit Absicht gemacht, aber ja, so ist halt das Leben, shit happens. Und ja, dann, Kopf also hoch man, halt. Man darf sich da überhaupt nicht irgendwie, das ist einfach so, ja. Im richtigen Rennen fallen halt die Teams aus. Der Vorteil vom Rennstrecken ist einfach der, dass du, wenn du es wirklich mal übertreibst ein bisschen, dann nimmst du halt die Auslaufzone, ja. Auslaufzone Nordschleife, der Niki Lauda weiß das, ja. Die gehen aufs Ohr, mehr oder weniger. Und da hast du einfach keine Chance, das heißt, du musst dir wirklich ziemlich genau abwägen, ob du jetzt Gas gibst oder vielleicht doch ein bisschen defensiver fährst.
Wie gesagt, das Rennen ist noch lang. Ich hoffe da mal, dass wir so das eine oder andere Mal ein bisschen Glück haben jetzt einmal im Rennen auch und ein bisschen nach vorn gespült werden. Wir sind mittlerweile das einzige Team in der Runde. Und das ist natürlich jetzt nach vorne hin ein bisschen zäh, dass man was macht. Aber wie gesagt, das Event selbst ist toll. Also das ist einfach klasse. Es ist heuer mein einziges 24-Stunden-Event. Wie gesagt, ich gehe zwar nicht am Krückstock, aber mit 47 bist du gerade der die ganze Nacht durchmachen kann. Und wie gesagt, es ist schon ein ganz eigenes Flair, so zu fahren, im Team zu fahren. Ein Single-Rennen mit 2,5 Stunden, das ist einfach, ja, man fährt das Rennen, es macht Spaß, es treibt an, aber ein Team-Event hat doch noch eine ganz andere Dynamik, weil es einfach ein bisschen ein Gemeinschaftsgefühl ist, weil es einfach doch irgendwas Größeres ist und da ist man doch sehr bemüht, immer das Beste zu geben. Ja, man will halt auch die anderen Fahrer nicht enttäuschen, wenn man dann halt fahrerisch einfach nicht so schnell kann, will man halt immer das Optimalste rausholen. Das kann leicht in die Binsen gehen, wenn man da aufpasst, ja. Ja, das stimmt. Das ist auch gerade die Sache. Aber habt ihr mitbekommen, dass X-Factor Escape gedrückt hat und Alex nicht mehr draufkommt? Nein. Ja, der Teamkollege, der Daniel, der hat's gerade hier in den Chat reingeschrieben. Irgendwie kommen die Fahrer nicht mehr auf den Server. Ja, ich lese da gerade im Chat, keiner der Fahrer kommt auf den Server. Alex, schwarzer Bildschirm. Oh, wei. Und alle Fahrer sind unbekannt, sagt Rejoin. Oh. Geht da im Chat auf Twitch. Also, bei mir geht das Video-Tool momentan. Ja gut, da können wir hier aus der Kommentatorenkabine natürlich nichts machen, außer das zu kommentieren. Da muss die Orga sich drum kümmern. Ja, also der Max Mellermet hat mich gerade gegrüßt. Also ich glaube, er hat den leichten Seitenhieb Richtung ihm. Ja, immer. Der war ja aufgelegt für einen Österreicher. Er ist ja selber schuld. Ja, immer. Da soll er sich verbal ordentlich benehmen, ja, dann passt es schon. Oh ja, bei mir geht's wohl gerade auch wieder nicht. Heute Freitag, wie geht's? Bei mir klappt's, also bei mir ist immer noch Fahrer identifiziert. Ich habe gerade auch die Telemetrie am Laufen. Weil. Doch, jetzt geht's auch wieder. Komisch. Ja, ist halt die Technik. Okay, bei mir geht. Ah, jetzt. Also bei mir würde ich sagen, bei mir geht's auch. Wobei man trotzdem sagen muss, also ich meine, ich muss es immer wieder betonen, da ich früher doch auch sehr viele Autorennen mitkommentiert habe mit diversen Kollegen. Also wenn man sich die Technik von früher anschaut, ja. Ganz am Anfang 4 Fahrer pro Rennen, ja. Dann hat man endlich R-Faktor gehabt und R-Faktor war dann mehr oder weniger die Innovation des Multiplayers. Abgesehen von NASCAR, also NASCAR 2003, wo man halt einfach nur im Kreis gefahren ist, was auch eigentlich unheimlich spannend ist, wenn man das gern macht. Und wenn man jetzt sieht, was sie jetzt mittlerweile in den letzten Jahren getan hat mit diesem Rejoin-Tool, mit diesen Syncs, diversen Automatik-Updates, dann ist das eigentlich schon ein unheimlicher Fortschritt. Man kann nur hoffen, dass die kommenden Rennsimulationen oder Renngames oder wie man sie immer nennen mag, auch vom Simulationsgrad her und vom Multiplayer her das halten, was sie grafisch größtenteils versprechen. Weil dann schaut es auch für Simracing eigentlich auch in Zukunft sehr gut aus. Ah, das ist ja komisch, jetzt kommen sogar mehrere Fahrer an. Der Max Mellermet jetzt auch. Bei mir, wie gesagt, funktioniert immer noch.
Ja, bin ich mal gespannt, was die Orga jetzt machen will. Die Orga hat es heute gewiss nicht leicht, schon mit 2 Server-Restarts und jetzt hast du da sowas. Also da tut es einem schon fast leid. Naja, schon schade. Microsoft Sim Racing mittlerweile schon auf der 9. Also, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, schön aus allem Ärger raushalten, konstant fahren und dann kommt man schon ein bisschen was nach vorne, ne? Wenn man überlegt, dass die von hinten gestartet sind. Ja, also, das hat schon meinen Respekt. Ich meine, in den ersten 2 Stunden waren wir auch ja so weit vorne. Wir waren auf Platz 11. Ich glaube, die waren währenddessen auf Platz 13. Die haben aber halt weiter konstant ihre Runden gefahren. Wir wollten halt zu viel, beziehungsweise ich, Depp, wollte zu viel. Ja, und so geht's dann halt. Weil dann spült sich nach vorne, dann will der andere zu viel, dann hat der andere technische Probleme. Und so kann man halt sich durch auch ein 24-Stunden-Rennen fahren. So Jungs, ich werde mich jetzt einmal verhoppen. Ich muss jetzt einmal gemütlich ein Bier trinken, damit die Sinn... Und die Sinne schärfen, wie wir uns sagen in Österreich, ja. Don't drink and drive. Ja, drum bin ich aus dem Auto ausgestiegen jetzt. Damit. Also da muss, wie gesagt, also ich mache das Bier erst auf, nachdem ich aus dem Auto ausgestiegen bin. Da sind wir Österreicher ziemlich streng. Und ja, also toll, wir beim Team besprechen, wie wir jetzt einmal die weitere nachgestalten. Wir haben zwar auch einen sogenannten Worksheet. Der sich mittlerweile vom Worksheet in Worksheet verwandelt hat, weil man es einfach nicht so genau planen kann, wie man gerne möchte. Weil wie gesagt, also nach langer Zeit wieder mal auf der anderen Seite sitzen, nicht im Auto, sondern bei den Kommentatoren, das hat mir eigentlich auch sichtlich Spaß gemacht, muss ich zugeben. Vielleicht, wenn die Zeit reicht und ihr Lust habt, klinke ich mich nachher noch einmal ein, ganz kurz, ein paar Minuten. Hör mal, du kannst hier bis morgen früh, morgen Mittag um 12 kannst du dich nonstop einklinken, kein Thema. Ja, also ich werde das jetzt einmal meiner Frau sagen, ja, werde sagen, du, der Kollege hat gemeint, du brauchst mich nicht, ja. Ich werde das dann einmal schicken, was sein sollte, ja. Und die ist auch Österreicher, aber anders Kaliber. Ja, ich werde verabschieden. Ja, ich werde verabschieden einstweil, vielleicht hören wir sie später nochmal. Auch ein Lob an euch, überhaupt keine Frage. Es macht auch beim Zuhören ziemlich Spaß. Das einzige Problem, was einfach ist, durch das, dass einfach die Nordschleifen keine Strecke ist, auf der man wirklich mit 22 Kilometer andauernd Kämpfe sieht, ist natürlich auch für die Kommentatoren relativ schwer, da wirklich enthusiastisch zu kommentieren. Weil, was soll man für sagen, außer er fährt links, er fährt rechts. Aber wie gesagt, von meiner Seite her großes Lob auch an die Orga, die sich wirklich redlich abmüht und versucht, es allen recht zu machen. Natürlich großes Rennen, große Probleme, kleines Rennen, kleine Probleme. Ich hoffe, die werden sich jetzt danach eher im Promille-Bereich bewegen, diese Probleme. Weil das Event an sich ist wirklich toll. Ja. Dann einstweilen, einen schönen Abend noch, Jungs. Ja, dir auch. Jo, dir auch. Tschüss. Tschüss. So, ach, ich muss ja bei euch wieder den Knopf drücken, sonst hört ihr mich ja nicht. Hahaha, kann ich lästern. Ja. Habt ihr noch Puste? Ah, ein bisschen. Ja. Pustekuchen, gleich, ne? Aber auch noch mal kurz zu meinem Team mal hören, was der Werte Oliver macht. Der war ja vorhin auch schon im Stream hier zu Besuch. Hat ein bisschen mitkommentiert. Und ja. Hier gerade, ich kommentiere schon eine Stunde mit. Also, die Zeit vergeht hier, die Zeit vergeht. Erst recht, wenn man sich wieder ans Steuer setzt, nicht? Ja. Ja, Lars schon wieder im Chat. Wann fährst du mal, Junge? Gibt's ja gar nicht. Wieder.
du verabschiedest? Ach nein, doch nicht. Der Danny Burner stupst mich gerade an. Bleib du mal da, weil ich bekannt dafür bin, ziemlich viel zu reden. Ich kann das auch ziemlich gut eigentlich. Warum bist du dann die ganze Zeit still? Ja, mir fehlen die Gesprächsthemen. Also wenn ich ein Gesprächsthema hab, dann laber ich wie ein Wasserfall. Also... Abend. Abend. Hallo. Hallo. Ja, der Lars Kuba schreibt auch gerade, hat in seinem Stint da auch Probleme gehabt mit seinem PC. Fialex, unter uns Profis, wir sagen dazu, du hattest keinen Skill und konntest nicht mit den anderen mitgehen. Andere sagen dazu Lex, passt schon. Lag. Oh, der Daniel Markus hat auch geschrieben, wir sind leider raus. Die haben, denke ich mal, jetzt aufgegeben, was ich eigentlich ziemlich schade finde. In der Petition hat sich auch für das Team abgestimmt, weil aus meiner Ansicht nach hatten sie einfach die ausgeglichensten Fahrer, konnten am konstantesten fahren. Also was ich da gesehen habe, war alles lupenrein. Ja, hatten auf jeden Fall eine gute Pace gehabt und trotz des kleinen Rückstandes waren da auf jeden Fall Tür und Tore offen gewesen. Ja, mittlerweile sind es schon zwei Runden, also dann momentan sind die Zeiten ziemlich eng, selbst auf der Nordschleife. Ja, also das kann ich momentan leider nur aus Erfahrung sprechen. Bei sowas würd's am liebsten ins Lenkrad beißen. Ja, ich sehe aber auch gerade im linken Augenwinkel, unser Tool-Guru ist mittlerweile auch im TS. Ich denke mal, der ist schon was länger da. Ich sehe ihn nur gerade jetzt zufällig und der wird garantiert sich der Sache angenommen haben. Ja, was ist eigentlich der Stream-Channel? Bitte? Der Streamer, also der Simracing, bla bla bla. Ja, weißt du, wenn man da 5 Stunden Pause macht, dann kriegt man das nicht mit, dass wir um 19 Uhr, um 18 Uhr einen Stream-Wechsel gemacht haben und momentan über meinen PC streamen, aber jetzt gleich wieder auf den richtigen Stream umzwitschen. Okay, weil der Albin würde erst gern da mit mir weitermachen, ne? Also so hat es zu mir gesagt. Ja, könnt ihr auch gerne machen. Dann kann ich mal was essen. Ja, genau, weil du wolltest ja eigentlich auch noch pennen gehen, dass du nachher wieder fit bist. Was, pennen gehen? Ich? Ja. Der war gut. Wer denn? Was ist denn das? Ich bin momentan der Einzige, der Zugriff auf den Stream hat und dann gehe ich garantiert nicht pennen. Weil wenn ich nämlich dann penne und irgendwas passiert, Oh, warte, das war's nicht. Dass der Markus pennen kann. Geht fett. Da. Wenn du willst, kannst du den Stream-Dings da wieder hier hinholen. Dann kann ich schon mal anfangen und dann, wenn der Alvin wieder da ist, kann ich dann mit dem Alvin zusammen. Du hörst mir nicht zu, wa? Ja, du streamst gerade über deinen Computer. Ja. Ja. Ja, wir müssen erstmal warten, dass ich gleich wieder auf den anderen Stream drauf kann. Ich warte auf Rückmeldung und dann kann ich auch den Streamer wieder hier reinholen. Weil momentan sind wir über mich online. Okay. Ganze Stream, warum das? Was? Ja, warum das? Ja, was, warum, was? Ja, warum? Ja, was, warum? Warum wir über deinen Computer gerade streamen? Nicht weil über den Server. Wir den Server, das haben wir leider in unserer Planung irgendwie vergessen, nicht gesehen, nicht beachtet, was auch immer. Da ist das momentan war. Jemand anders am Streamen. Und ich hoffe, dass der Verein da jetzt mal
so nach 2,5 Stunden fertig ist, weil da viel erzählen, glaube ich, ist da nicht, dass ich da jetzt wieder drauf kann. So, wenn mich einer von der Orga hört, kann sich bitte mal einer darum kümmern und mal nachfragen, ob wir wieder auf den Hauptstream umswitchen können, damit auch mein PC mal Luft holen kann. Ghost of Sim Racing jetzt sogar schon auf Platz 7. Ja, fast sensationell, würde ich sagen. Also, Hut ab, Hut ab. In dem Fall Helm ab. Also, was die da leisten, von 33 Startungen jetzt auf 7, 26 Plätze nach vorne, das muss man sich erstmal sehen. Das ist beachtlich, also, muss ich auch dazu sagen. Ja, ich meine, die sind jetzt 50 Runden gefahren und haben noch keinen Fehler gemacht. Eine Wahnsinnsleistung. Ja, von der Konstanz her sind die. Also. Unantastbar. Ich meine, jeder hat bisher jetzt schon mal einen Fehler gemacht. Rewrite, All-Star, ja, bei All-Star war es eher die Technik. Avia Racing, da hat der Max ja auch leider das Auto in die Bande gesetzt. Jeder hatte schon mal seinen Fehler drin, bis auf bei Joesoft, also nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich habe bis jetzt immer gedacht, der Vinicius Correa Lima wäre immer nur ein Spanier gewesen. Weil der kann echt Deutsch. Der kann echt Deutsch, oder? Ja. Ja. Ich dachte eben immer echt, wäre ein Spanier oder sonst irgendwas. Aber er kann Deutsch. Voll der kleine Rassist hier. Nein, ich bin echt kein Rassist. Ich dachte echt, er kann echt kein. Also, ja. Ich dachte echt, es wäre ein Spanier oder sonst irgendwas. Ich bin gerade wieder da, ich muss schon das Handy laden, Kabel und bis gleich. Ja, immer diese Vorurteile. Ja, Vince, bist du noch da? Vielleicht hat ihm das ja die Luft verschlagen. Ja, so ist das sprachlos. Verschlagen, so. Ja, hier wird schon im Chat vorgeschlagen, das Gesprächsthema zu wechseln. Also. Nicht böse sein, ich denke auch, mittlerweile gehen uns die Gesprächsthemen aus. Will ja auch keiner mehr in den Warteraum. Der dann von seinen erzählen kann. Nein, ich habe keine Vorurteile. Das habe ich gehört, Moritz. Ja, Markus, wie lange musst du da noch warten, bis du da das Feedback bekommst? Ja, das weiß ich nicht. das ist gut, das ist echt gut. Also, du kannst jetzt, also normalerweise müsstest du da jetzt erst disconnecten, dann wieder connecten, oder? Die Orga, die hält da jetzt Rücksprache. Warte, vielleicht kommt da gerade eine Info. Ah, der Christian Bug ist jetzt auch im Warteraum. Vielleicht hat man meine Stimme erhört. Ist Thomas Meyer jetzt auch hier. Beglückt uns im Stream. Ja, ich würde sagen, Vince, wenn du nicht mehr da bist, dann schieben wir dich runter in den Warteraum. Und jetzt haben wir auch, doch, du bist da. Ja, ich gerade eben dich gerufen habe und hast nicht geantwortet. Echt? Habe ich nicht gehört. Sorry. Ja, wird schon später. So, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich euch auch mal wieder verdünnisieren, Luft holen, für neuen Gesprächsstoff sorgen und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, ich sag dann mal, man hört sich bestimmt nochmal die Nacht und alles wünscht euch alle noch viel Glück. Alles klar, Moritz, den Weg hierhin, den kennst du ja. Jetzt geht's. Jo, bis dann. Jo.
Gut, dann mache ich mich auch erstmal vom Acker und dann. Alles klar, Vince. Bin's vielleicht morgen, yo. Okidoki. Tschö. Tschüss. So, zweimal haben wir jetzt noch hier: einmal den Christian Bug, einmal den Thomas Meyer, der es hier nochmal versuchen will. Ich würde sagen, wir fangen diesmal mit Christian Bug an. Hallo, Christian. Guten Abend. Guten Abend. Und? Guten Abend. Wie ist die Stimmung bei euch? Aktuell, also vorher ganz gut, aktuell so ein bisschen gefrustet. Es lief doch jetzt nicht so ganz nach Plan in den letzten paar Minuten. Mario hatte ja den ersten Stint gefahren, recht konstant, sind auf Position 11, glaube ich, bis zum ersten Restart dann gefahren. Hatte ich übernommen, habe mich bis auf Position 4 vorgekämpft gehabt, dann gab es ja den zweiten Restart. Hat Thorsten übernommen, auch recht konstant gefahren. Allerdings direkt am Start schon unverschuldet gedreht worden von jemand anderen. Dadurch haben wir extrem viele Positionen verloren. Hat sich dann doch wieder nach vorne gekämpft. Wir waren dann von 14 auf Platz 8 wieder vorgefahren. Und leider hatte dann ein Fahrfehler von Thorsten dafür gesorgt, dass wir Escape drücken mussten. Es ging nicht mehr vorwärts. Und hängen jetzt zwei Runden hinterher. Leider. Und Mario Reich fährt jetzt gerade weiter, versucht jetzt erstmal ein bisschen wieder Zeit gut zu machen und mal gucken, was es noch so bringt in den nächsten paar Stunden. Wir haben ja noch 15,5 Stunden gut übrig. Ihr seid zu dritt unterwegs, ne? Wir sind zu dritt unterwegs. Und so, die Performance ist dennoch soweit okay, seid noch fit? Also ich zumindest ja, Mario wahrscheinlich auch. Müssen uns natürlich jetzt mal so ein bisschen, ja gut, es ist ein bisschen mehr Druck jetzt da, da wir natürlich auch uns selber die Top 5 eigentlich als Ziel gesetzt hatten, wonach es am Anfang ja auch gar nicht mal so schlecht aussah. Jetzt wird es natürlich ein ganz schön hartes Stück Arbeit, da vorne wieder reinzufahren. Ob es klappt, wird sich zeigen. Wir sind noch nicht mal bei der Halbzeit. Vielleicht spielt ja der Renngott noch ein bisschen für uns. Ja. Das ist noch nicht viel entschieden. Die Zeit. Ich wollte es gerade sagen. Da kann immer noch genug passieren. Gerade in der Nacht und in der frühen Morgenstunde. Da wird wirklich erst das Blatt gezählt. Ja, Luca hatte mir gerade auch gesagt, weil ich hier gerade noch bei ihm im Channel war, dass die Strecke mittlerweile doch sehr rutschig wird. Viele Vollgaspassagen sind jetzt nicht mehr mit Vollgas zu nehmen. Ich denke, da wird es hier und da vielleicht doch auch nochmal den ein oder anderen Rasenmäher geben. Aus unserer Sicht kann man es nur hoffen. Aber man will ja niemandem was Böses wünschen. Solange alle vor uns ausfallen, ist es in Ordnung. Nee, aber der Thorsten hat aber auch ein paar Probleme gehabt, als wir den Dreher am Restart hatten, dass manche Fahrer, die 2-3 Runden zurücklagen, doch meinten, ein bisschen auf Blechkontakt zu gehen. Es hat uns auch ein bisschen aufgehalten. Mal gucken, wie es jetzt sonst noch so wird. Aber ansonsten sind wir bisher, also wenn es mal rund läuft, dann läuft es eigentlich recht nach Plan. Also das Auto fährt sich gut, wir haben noch ein gutes Setup gefunden, was für alle drei Fahrer recht gut funktioniert. Schnellste Zeit ist bisher eine 7,59 von uns, also wir sind auf jeden Fall im 7er Club mit drin. Wenigstens etwas. Ich denke, der 7er Club, wie du so schön sagst, ist nötig, um Top 10 am Ende dann zu erreichen, oder? Was sagst du? Denke ich auf jeden Fall. Also natürlich in der Nacht wird es schwierig, glaube ich. Also wenn jetzt schon gesagt worden ist, dass es rutschiger wird, wird es natürlich auch schwieriger, auf diese Zeiten raufzufahren. Bin mal gespannt, wie es bei mir ist. Ich werde, glaube ich, so gegen 11 ins Lenkrad wieder greifen für 3 Stunden. Mal gucken, wie sich's dann anfühlt. Also in circa knappe 2 Stunden. Ja, Mario fährt jetzt, also wir fahren immer Doppelstints.
momentan. Vielleicht wechseln wir noch, aber momentan ist das so die beste Lösung, womit wir auch gut zurechtkommen. Mario ist jetzt gerade noch, glaube ich, jetzt gerade erst bei der Hälfte des ersten Stints, also er hat noch ein bisschen. Mal gucken. Aber weil ich es gerade im Stream sehe, manche Leute fahren ohne Licht, hat das einen Grund? Wollen die Sprit sparen oder? Keine Ahnung, Das ist, ja, sehe ich jetzt. Leicht zeitverzögert. Wer ist das? Das ist, hier, sehr schnell. Ein. Kenn ich nicht. Das ist, warte, ich habe den Namen auf der Zunge, ich guck gerade hier, Professional Esport Gaming e.V. Oh, okay. Ich mit Christian Zielke gerade an Bord. Ja, das ist Thermalreduzierung. Ja, ich wollte nur gerade noch schnell sagen, dass es nicht sein kann, dass wenn es dunkel ist, dass die Teams ohne Licht fahren. Also es wäre echt nett, dass gerade die ganzen Teams, die ohne Licht fahren, das Licht anmachen, dass die anderen Teams eben wissen, dass sie auch hinten dran einen Fahrer haben. Ja, ich gebe das mal schnell hier unseren Orga-Menschen weiter. Also ich habe es auch gerade im Robert Reck gesagt, es wäre nett, wenn er das Licht anmachen würde, weil der hängt genau oder ist genau vor unseren KSM-Jungs. Also die haben sich gerade eben ein bisschen beschwert, also beschwert wahrscheinlich nicht. Sie haben es mir gerade mitgeteilt. Es wäre nett, wenn alle Fahrer das Licht jetzt anmachen, weil es wird jetzt echt dunkel. Wie hieß das Team jetzt doch gerade? Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Professional Esport. Okay, ich gebe das mal weiter und dann. Ja, also es wäre echt cool, wenn ihr jetzt alles Licht anmachen würdet, weil es wird echt dunkel. Und ja, es wäre schlimm, wenn jetzt irgendjemand übersehen würde. Wäre ein bisschen blöd. Gerade nach knapp der Hälfte von der Rennzeit, wenn da jetzt irgendjemand abgeschossen wird. Nur weil er es nicht anhatte. Ja. Wäre ein bisschen bitter. Deswegen nochmal das Appell. Jungs, macht bitte das Licht an. Ich weiß ja nicht, ob das Licht sich auf den Spritverbrauch auswirkt. Nein, ich denke eher weniger. So realistisch ist R-Faktor 1 wahrscheinlich weniger. Hab's weitergegeben. Gut, danke schön, Thomas. Ich sehe auch gerade jetzt hier vom Live-Viewer, dass der Mario auf 3 Sekunden, glaube ich, hinter Justin Hoppe hinterher hängt. Ja. Ja, ein direkter Kampf. Wobei, Justin Hoppe möchte ich jetzt einfach mal grob behaupten. Da war so zufrieden und wie ärgerlich aus deiner Sicht dieser Zwischenfall. 8 Sekunden langsamer ist wie Mario. Ja, irgendwie also würde er ganz leicht stark war super. Hupfen können. Ja, zumindest ist er noch der Einzige, der bei uns in der gleichen Runde ist. Ja, okay, SRC ist, denke ich, auch nicht allzu weit weg. Gute Strategie, vielleicht eine Runde mehr. Statt, ich glaube, was machen die meisten? 8 Runden und dann stoppen, ne? 8-9 Runden, so ein Dreh. Ja, ein paar können, glaube ich, eine Runde mehr machen. Warum auch immer. Das wäre doch eigentlich eine Sache. Ja, bei uns klappt es auch fast mit 10 Runden. Also mal klappt es, mal nicht. Also ja, ist immer ganz. Kommt immer ganz darauf an, wie du rumkommst und wie du schaltest, ne? Merkst du sofort den Unterschied. Das sind ja doch ein paar Kilometer sind. Aber das Rennen ist noch lang. 15 Stunden, 15 Minuten. Jetzt warten wir noch bis 15 Sekunden, dann sagen wir es nochmal. Achtung, Boxengasse!
Achtung, Fahrerlager. Bitte alle Fahrer das Licht einschalten. Ja. Guck mal schnell bitte unten bei dir im Chat. Bei mir steht das Return Tool immer noch auf 15:34. Meine Antwort ist ja. Ja, sorry, wenn ich jetzt ehrlich bin, sowas geht gar nicht. Ja, ist aber unsere Schuld gewesen, aber ist egal. Okay. Haben wir zufällig noch einen Ausweichserver? Weil die dürften jetzt eigentlich gerade fertig sein, ne? Nee, die sind am abrieren. Ja. Ich hab da jetzt selber ein Auge drauf. Deswegen eben über dich. Ja, genau. Aber ich habe jetzt voll Bock abzulästern, ne? Ja, klar. Hätte ich das auch. Ist, das ist das Schöne. Ich bin ich. Ich habe keinen, der über mir steht und, Doch, ich? Nee. Nee. Ja, man kann es immer versuchen. 93:4 sage ich nur. Was? 93:4? Lieber mit einer Katze kuscheln. Ja, würde ich ja gerne. Aber ich habe keine Zeit. Warum? Die kann er doch auf deinen Schoß hopfen. Macht mein Hund auch. Dem Heinemann ist auch in der Orga, im Orga-Channel. Also laut Alvin haben die gerade im Moment ein kleines bisschen Stress. Mal gucken, was sich da ergibt. Aber nee, ganz ehrlich, Markus, auch von mir, es könnte es eigentlich gar nicht sein, was die da gerade im Moment abziehen. Auch was du mir vorher schon erzählt hast, ja. Du kennst meine Meinung dazu. Jo. Aber was man mal erwähnen muss, dass wir ja jetzt bisher durchgehend über 100 Zuschauer haben, ne? Ja. Durchweg. Ja, das darf schon sein. Auch einmal knapp an der 200 dran. Jo. War schon. Gerade am Start waren es viele. Ja, oh, da war ja richtig alter Schwede, ey. Ich hab's, obwohl ich auf Arbeit war, per Handy im Stream angeguckt. Ja, das war ja auch Pflicht. Ja, klar. Könntest du mal auf Stefan Kahn schauen? Stand so, ja. Ich sehe nämlich gerade so mit dem LF6-Team innerhalb von einer Sekunde. Upsala, wird's aber auch ganz schön voll im Orga-Bereich. Ja, ich meine, dass da jetzt der nächste Fehler kommt oder so ein Team, was. Also ich hoffe es mal nicht, weil die SRD, die wollte eigentlich mit 0 E-Starts starten, dieses Event. Wäre echt schade, wenn es hier jetzt der zweite kommen würde. Ja, ich verabschiede mich, ich gehe wieder zurück in unsere Teamhalle. Jo, alles klar. Dankeschön, dass du da warst. Vielleicht komme ich nochmal vorbei. Ich wollte es gerade gesagt haben. Morgenstunden oder sonst so. Und ich werde auch mal schnell in den Orga-Channel gucken. Vielleicht kann ich irgendwas retten mit. Jo. Man sieht sich. Und ich guck, dass ich wieder auf den anderen Stream drauf kann. Ach ja.
Ja, da wird noch gestreamt. So, Testbild. Ich würde sagen, wir spielen hier nochmal ein bisschen Musik ein und machen nochmal 5 Minuten Pause hier. Und derweil gucke ich mal, was hier los ist. Durchfahrt irgendwo bei 20 Sekunden. Markus, ich bin wieder da. Jo. Dass du da auch Bescheid drüber weißt. Ich guck mir das nochmal an hier. Oh, Server ist down. Okay. Ich sehe nämlich nur alles in verspäteter Zeit. Okay, dann werden wir hier nochmal Cut machen, ne? Ja, ich hab gerade die Meldung. Genau, hab gerade die Meldung gekriegt, gibt einen Restart. Ja, habe ich nämlich auch gerade bekommen vom Alvin. Restart. Gerade. Ich meine, Markus, du gibst mir Bescheid, wenn du den Stream über dich beendet hast, ne? Ja, klar. Weil ich höre nämlich immer noch gerade die anderen. Du weißt, wen ich meine. Ja.
Ah, ein X zu viel. Oh Mann, ey. Die DLM hat sogar ihr Passwort geändert, ne? NTS. Na klar. Wir sind fertig. Wir sind fertig. ELM. Also ich habe immer, wenn ich auf den Server drauf join, habe ich einen Black Screen. Can't connect to bla bla bla. Also ich finde mal ganz stark, dass du da mit dem Teamviewer drauf musst und den DDR aktiv machen musst. RRD, sorry. Ey, das kann's nicht sein, sorry. So, jetzt bin ich wieder drauf im RRD. So, wir nutzen den Restart und werden auch wieder mal eben kurz den Stream unterbrechen und sind dann gleich wieder mit dem anderen Stream-Server hier auf dem Kanal online. Also dranbleiben, bis gleich.